So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sticks. Ja, hätte ich gern gesagt, aber mein Mikrofonsound ist leider abgekackt. Das wird die nächsten 7 Folgen so sein. Darum habe ich beschlossen, die Mikrofonaufnahmen nachzusprechen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm dann und meine Reactions sind hoffentlich glaubwürdig. Ja, tut mir leid. Ich habe jetzt ein neues Mikro, darum sollte es eigentlich nicht mehr passieren. Ja. Sehen wir uns jetzt gleich im Video. Sorry. So Leute, willkommen zurück zu Styx Mask of Shadows. Ja, letztes Mal wurden wir hier von dem Elf gerettet. Und ja, wir werden uns jetzt neues Zeug holen und Tränke auffüllen. Und dann die neue Mission starten. Obwohl, zuerst können wir noch mal nachgucken, ob wir neue Skills haben. Der Jägertree ist anscheinend immer noch deaktiviert. Wir sollten die Punkte vielleicht aufsparen. Vielleicht brauchen wir die noch. Die guten Fähigkeiten haben wir eh schon. Meiner Meinung nach. Vielleicht gibt es auch noch die OP-Fähigkeit, die ich nicht habe, aber nee, das lassen wir jetzt erstmal so. Jo, dann gehen wir mal zum Start. Da unten ist er eh schon. Oder auch nicht. Wo? Hier drin? Nee. Da unten vielleicht. Ja. Ja, da unten. Da unten wird es angezeigt. Noch weiter nach unten? Nee. Doch. Nee. Doch. Doch. Zack. Und rein. Au. Jedes Mal haut man sich hier den Kopf an. Ich weiß nicht, warum sie das nicht hingekommen haben. Aber das Entwicklerstudio wird sicher das Problem beim nächsten Spiel behoben haben, dass er sich immer den Kopf schlägt. So, weiter geht's. Well, listen to me. I shall tell you what to look for. Ah, damn it, I'll never get used to it. How do you do it? Not go batshit with people talking inside your head. How do humans not go crazy by being alone inside their heads? Loneliness is good for no one. Yeah, well, I'd pay a lot just to be left alone. Forget it. Tell me what you know. We must prove that Aerom is diverting Amber away and selling it to Akanosh soldiers. This sacrilege violates the agreements between my people and Governor Barryman. And we must prove that Aerom is using prisoners as experimental subjects, for I don't know what fantasy of his to control his kind. All right. You're sure that his father won't give him a medal for that? No. Barryman is not like that. He is a politician, a diplomat. He adores a challenge. He wants to control people by his power of conviction when he addresses the crowd. Not because he has drugged them beforehand. Aerom is just looking for a shortcut to power. So, the evidence I'm looking for is in the library? You should be able to find the accounts of the distillery and the warehouses signed by Aerom. By cross-checking the data, it will be easy to show that a large amount of amber is lost along the way. In the same way, you can obtain prison registers, which will reveal the unbelievable increase in the number of deaths among prisoners since Aerom has been in charge. Okay, I got it.
Bring them to me. I take it upon myself to convince Barryman. Tja, nach dem ganzen Gelaber jetzt, schalte ich mich auch mal wieder ein. Ah, das machen wir den noch kalt. So, zack. Tja, der Elf hat ganz schön viel zu sagen. Ja. Der Eingang. Ich schätze mal einfach, dass hier das Richtige ist. Ich habe sonst nichts gesehen, wie man hier reinkommen könnte, ohne dass man hier allzu viel Radau macht. Mit der Kiste und so. Aber jetzt speichern wir erstmal, damit wir das Gesabbel von dem Elf nicht nochmal hören müssen. So. Gut. Hier wäre es vielleicht auch gegangen, irgendwie raufzukommen, aber ist ja egal. Jetzt haben wir ja schon einen Eingang. Die Leuchtpilze könnten auch ein Hinweis sein, dass da irgendwie ein Geheimweg ist. Aber. Scheint irgendein alternativer Weg zu sein mit den Pilzen. Tja. Oh, da ist schon mal ein Hebel. Ah, Käfer. Ich weiß es schon, die Ekelviecher. Die Drecksviecher. So. Tja. Wie werde ich jetzt die Käfer los? Da hinten ist auch noch so ein Fliegeschädel. Beim anderen muss ich schleichen und bei den anderen muss ich ausweichen. Das ist irgendwie nervig jetzt. Aber das werden wir schon hinkriegen irgendwie. Dann könnten wir mit dem Wurfmesser den Käfer ausschalten, aber dann haben wir halt kein Wurfmesser mehr. Tja. Immer diese Entscheidung. Gehen also nicht auf den Eimer, wenn ich den runterwerfe. Vielleicht hätte er die anlocken können oder so von dem Geräusch, aber anscheinend macht er kein Geräusch. Der Eimer in Abdallah. Eimer. Ey, leise töten oder was? Als hätte ich die ganze Zeit tun können. Das habe ich nicht gewusst. Okay, so leise war es anscheinend gar nicht. Ja, weil der macht ja natürlich Geräusche. Ich dachte, ich muss die mal mit den Wurfmessern machen. Ja, na. Jetzt wissen wir es. Man kann die Käfer töten, wenn man sich hinten anschleicht. Mehr oder weniger leise. So, das hier ist der Ofen. Der geht ja hoch zur Bibliothek. Da müssten wir auch hin. Also, wäre das schon mal gar nicht so schlecht. Aber hier waren wir schon mal. Ne, da sind wir falsch. Rüber geht's auch nicht. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Tja, nur hier lang klettern könnt irgendwie, aber es geht anscheinend nicht. Das war jetzt ziemlich knapp. Tja. Was ist da unten? Irgendwie, wenn ich da runterspringe, bin ich wahrscheinlich tot. Also muss ich da lang. Ja. Blöde Schädel. Jedes Mal hört man den Herzschlag, wenn der Schädel an einem vorbeifliegt. Oh, der Eimer. Der Eimer. Hilfe, Hilfe. Geh weg. Geh weg, du. Ekliges Viech, du Zecke, du, geh weg. Ja. Ja gut. Warum müssen sie jetzt genau hier rumlaufen? Na, geht von meinem Ausgang weg. Da war ich wieder zu schnell.
Komm, lass erstmal speichern hier. Wenn wir an den Käfern vorbei sind, ist schon mal wichtig. So. Ah, da kommt auch schon die Wache. Ah, und das ist ein Wasserdruck. Den können wir vergiften. Der Blechmann. Der Durstige. Das ist gut, das ist gut. Komm, lass es erstmal vergiften. Dann abwarten. Wir haben Geduld. Ach, wie hast du mich gesehen? Ganz ehrlich. Sonst sehen sie keinen Meter weit und jetzt plötzlich sehen sie mich hier oben. Die Blechmänner müssen irgendwie Fernrohre eingebaut haben. Das gibt's ja nicht. Die müssten ja am wenigsten sehen von allen. Die haben ja nur so Schlitze. Naja. Das war's von dem Blechmann. Jetzt fehlt noch die zweite Wache. Aber der lässt sich ganz schön Zeit anscheinend. Ach, da kommt er. Da kommt er. So, du bist bestimmt auch durstig. Oder nicht? Ja, jetzt trink doch was. Komm. Mann. Ah, jetzt. Trinkt er? Ja gut, dann ist es auch erledigt. Muss jetzt eh gleich umfallen. Demnach kann ich eigentlich gleich schon hier hoch. Ah! Schädel. Hilfe. Mit meinem Leben sieht es auch nicht allzu gut aus. Ah, da kommt hier so ein Käferling. Geh weg. Alter, was? Ja, lieber unten rum. Komm. Da gehen wir lieber unten rum. Speuern. Tja. Tja, weiter geht's. Ah, ein Wurfmesser. Das ist praktisch. Ah, da kommt einer, Und kotz erstmal. Wunderbar. Hier drüben schläft noch einer. Der wird jetzt halt hier gleich die Leichen finden. Die Vergifteten und hoffentlich nicht auf mich schließen. Tja. Ne, der ist nur besoffen. Bleib bei dem. Jetzt ist die Frage, trinkt der jetzt was? Oder muss ich den anders killen? Hilfe, Hilfe. Den nächsten gefunden. Naja, ich glaube, den machen wir auf die altmodische Art. Anschleichen und go. Oh, wie sie mal explodieren. Sorry, ich muss kurz niesen. Und schön leise. So.
oben müssten jetzt auch noch zwei Wachen stehen. So ein Blechmann. Und ein Armbrustschütze. Ah, ein Schädel, Schädel, Schädel. Hilfe. Explodier halt. Explodier doch. So. Tja. Aber der hat nicht die Wachen alarmiert oder so. Ist schon mal gut. Machen wir das Licht aus, genau. Und ja. Also hier müssen jetzt noch zwei Wachen stehen. Einmal der Armbrustschütze und einmal der... Der Rüstungsheini, ja genau. Ja nee, die... Die brauchen wir auch gar nicht zu töten. Wir gehen gleich hoch da zu dem... Zu dem Tor. Und da würde ich sagen... beenden wir die Folge hier. Hat mich gefreut, dass er zu... Au. Okay. Das Schädel, Schädel, weg. Hilfe! Explodier doch! Explodier jetzt. Gut, versuchen wir das gleiche nochmal. Bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. Jo Leute, damit sind wir leider auch schon am Ende der Aufnahme angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr Bock drauf habt, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!